Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Beauty-Haul für dich. Da geht es um Douglas, es geht um Purish, es geht um Sephora, es geht um How Cosmetics, es geht um Good Molecules. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe das Ganze jetzt erstmal einfach alphabetisch sortiert und fange deswegen an mit einem Produkt, was ich von Good Molecules zugeschickt bekomme. Ich bin irgendwann mal auf die PR-Liste von Good Molecules gekommen, relativ zu Anfang meiner YouTube-Zeit, und bekomme dann immer mal wieder, wenn die ein neues Produkt rausbringen und die denken, dass zu mir passen könnte, einfach das Produkt zugeschickt. Hierfür musste ich ein bisschen Zoll bezahlen, weil das aus England oder aus Amerika kam, ich weiß es nicht. Und ja, 2,22 Euro Zoll plus 6 Euro Bearbeitungsgebühr ist es, glaube ich, bei uns. Ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Weil der Briefträger darf leider bei uns nicht Bargeld annehmen und auch keine Karten einlesen. Deswegen musste man dann zur Post fahren, das dort vor Ort bezahlen. Ist ein bisschen nervig, aber ich glaube, das erste Mal, ich klopfe auf Holz, wo ich wirklich Zoll zahlen musste. Naja, wird vielleicht jetzt demnächst mehr kommen, wo ja ab einem Cent oder ab einem Euro schon zollfällig wird. Das hier ist auf jeden Fall ein neues Produkt. Glycolic Exfoliant. Exfoliating Toner, 120 ml sind hier enthalten, und die Produkte von Good Molecules bekommt man bei Beautylish, genau. Das ist ja eine amerikanische Homepage und da muss man halt wirklich gucken, ne? Da kann es durchaus sein, dass man dann auch in Zukunft mal Zoll zahlen muss. Ja, das ist jetzt ein neues Produkt, was die rausgebracht haben, und ich kriege da auch immer so ein kleines Zettelchen mit. Nothing to hide Ingredient List. Also die haben jetzt einfach eine super, also die haben sowieso recht gute Inhaltsstoffe da drin und jetzt wohl umso mehr. 14 Dollar soll das Produkt kosten. Das enthält 3,5% Glykolsäure für ein sanftes, aber effektives Erneuerungsgedönsen von der Haut. Dann hast du hier ein glowy Hautgefühl irgendwann, wenn du es halt regelmäßig anwendest. Du hast hier keine Polysorbate drin, und kein Polysorbate 20, keine Duftstoffe, keinen austrocknenden Alkohol und keine anderen Sachen, die man sonst nicht so braucht. Und das finde ich ganz nett. Ich glaube, das ist sogar tierversuchsfrei. Ja, never tested on animals. Ne? Und ich finde, 14 Euro ist da auch durchaus eine gute Geschichte für einen Glykolsäure-Toner. Sieht sehr, sehr cool aus. So eine Glasflasche. Und da kann man, also ich würde es jetzt nicht jeden Tag verwenden, ne? Weil es halt auch wirklich dann ein leichtes Peeling ist. Vielleicht alle 2 Tage oder alle 3 Tage. Aber das finde ich cool. Das wird auch verwendet werden. Und ja, ne? Deswegen vielen Dank, Good Molecules, dass ich seit fast meine Anfangszeit hier auf YouTube bei euch einfach auf der Liste stehe. Dann habe ich noch etwas zugeschickt bekommen von How Cosmetics. Finde ich total klasse, denn ich habe damals auch schon, als sie neu auf den Markt gekommen sind, 3 Produkte zugeschickt bekommen. Das war das Pearl Shine Elixier, was ich hier auch noch stehen habe, aktuell am Aufbrauchen bin und was wirklich fast leer ist. Es liegt in seinen letzten Zügen, trage ich auch heute noch unter meiner Foundation. Ich finde das einfach schön, ne? Das macht ein schönes Glowy Finish von innen heraus. Und ich hatte auch die Creme, die Gesichtscreme, die man super als Primer nehmen kann. Und ich habe auch noch den das Face Spray, das Setting Spray, genau. Und ich habe jetzt hier einmal als Nachschub bekommen. Man kann die Produkte übrigens auch bei Purish kaufen. Da kann man mit meinem Code claudiswelt15, ich glaube auch auf How Cosmetics, sparen 15% Rabatt. Das finde ich ziemlich cool. Und ja, das ist ein Affiliate-Rabattcode. Das heißt, ihr könnt sparen und ich kriege eine kleine Provision dafür, dass ihr quasi dann von mir kommt, sage ich mal. Ne? Genau, da habe ich dann hier jetzt, wie gesagt, einmal das Nachschubprodukt, finde ich super, richtig cool, gefällt mir unheimlich gut, und das ist ja einfach jetzt mal wieder voll. Yay, ich freue mich, einen Keks, ich sage euch, das ist richtig geil, wird dann ja als Backup, jetzt brauche ich keine Umverpackung für, in meine Backup-Sammlung kommen. Dann habe ich hier noch eine Gesichtscreme, die hatte ich auch schon, die Meditative Soothing Cream. Und bei den Inhaltsstoffen haben wir halt auch so Produkte mit drin, Inhaltsstoffe mit drin, die die Haut auch zusätzlich pflegen. Also du hast nicht nur dekorative Kosmetik, sondern auch pflegende Inhaltsstoffe. Und das merke ich halt auch richtig, ne? Also wenn ich so irritierte Haut habe, die vielleicht sonnengeschädigt ist, dementsprechend dann sehr warm ist und brennt, oder wenn ich sowieso irritierte Haut habe, habe ich ja gerne so in diesem Bereich, dann aber den Primer verwende oder das Setting Spray oder hier auch die Gesichtscreme, die man als Primer halt verwenden kann, ist super angenehm. Also es beruhigt die Haut halt auch richtig, ne? Genau, wie es halt auch draufsteht, es riecht unheimlich gut. Also wir haben hier auch Parfümstoffe drin, das muss man auch bedenken, aber ich mag den Duft. Das gefällt mir da. Huch, tatsächlich. Entschuldigung, Sammy, bist du wach? Läuft bei dir, ne?
Gut, dann habe ich hier noch ein Backup jetzt für mein Indigo Child Setting Skin Perfector. Da haben wir auch so ein, also vom Sprühstoß her ist es meiner Meinung nach ein bisschen doll, muss ich sagen. Und wir haben hier auch Glow mit dabei. Das heißt, man muss es auf jeden Fall vorher schütteln. Das hat sich hier nämlich auch zum Beispiel ein bisschen abgesetzt, ne? Das sollte man vorher schütteln, bevor man das verwendet, damit die ganzen Glow-Partikel dann auch in das Produkt mit reinkommen und man den Glow dann auch schön verteilt auf das Gesicht bekommt. Und genau, schön schütteln und dann hat man hier so richtig... Moment, ich zeige euch das sofort. Das muss ich halt erstmal... Ja, das hat sich schon aufgelöst. Genau, ich schüttel das. Und dann sieht man hier, wenn die Kamera ganz schnell scharf stellt... auch direkt diesen Nebel da drin. Aber man sieht, dass es nicht zu doll glitzernd ist, aber dennoch so ein Glow ins Gesicht geben wird. Ne? Also so ein Pearl-Shine halt wirklich, wie es hier drauf steht. Finde ich total super. Und hier steht auch drauf, das Produkt ist frei von tierischen Inhaltsstoffen. Außerdem verzichten wir auf den Einsatz von Silikon und Paraffinöl. Das finde ich auch echt sympathisch, muss ich sagen. Sehr interessant, ist nur 6 Monate haltbar. Ich habe meinen safe schon länger. Aber er hält noch echt gut, ne? Also da ist jetzt nichts mit, genauso auch mit meinem Pearl Shine Elixir, mit meinem Primer. Krass, ist der auch nur 6 Monate haltbar? Merke ich nichts von, meiner Haut tut's gut. Und jetzt haben die ganz neu rausgebracht und ich bin ganz froh darüber, das jetzt auch ausprobieren zu dürfen. Gels Secret Mimic Lift 7-Day Cure. Das ist eine 7-Tage-Kur. Mein, wie schön dieses Blatt aussieht, ne? Eine richtig schöne Verpackung. Und hier sind ja, Ampullen drin. Das dürften dann 7 Tage sein, also 7 Ampullen. Wow, wie schön. Also, Moment, ich zeige es euch nochmal. Das geht so richtig hoch. Oh, richtig schön. Oh mein Gott, da freue ich mich drauf. Das werde ich dann mal 7 Tage wirklich in Folge verwenden. Einfach abends drauf machen aufs Gesicht. Oh, sieht das schön aus. Das, ich stehe auf sowas, ne? Sieht man das jetzt von der Seite mehr? Guck mal, wie das hochkommt. Da ist ja auch noch eine Abbrechhilfe mit dabei. Das ist auch immer klasse. Doch, das ist cool. Also vielen, vielen Dank, liebes Hau Cosmetics Team. Genau, da hatte ich mit dem Geschäftsführer, Gründer, Leander Sacher, ne, halt entsprechend Kontakt gehabt. Mega. Finde ich geil. Gefreut mich. Freut mich mega. Und ich bin ja, aufgeregt. Merkt man kaum. Ne? Ich finde es klasse. Ich liebe die Produkte. Ich finde sie richtig, richtig schön. Und wie gesagt, schaut auf Purish vorbei. Es gibt sie auch mittlerweile bei Douglas. Passt alles jetzt gerade so schön zusammen. Ne? Douglas hier mit dem Haul mit dabei. Purish mit dabei. Aber die sind jetzt auch ganz, ganz neu auf Douglas zu finden. Aber da habe ich keinen Rabattcode. So, dann gehen wir jetzt mal weiter zu Douglas. Ich habe da vor allem bestellt, weil ich gesehen habe, dass Got to Be jetzt ja in der Drogerie mit drin ist. Aber die hatten nicht das volle Sortiment dort irgendwie. Das war halt nur so eine ganz kleine ausgewählte Auswahl. Und dann habe ich aber im Internet geschaut und habe halt gesehen, dass die bei Douglas gefühlt das ganze Sortiment haben. Und da habe ich mich jetzt ein bisschen ausgetobt und sehr viel bestellt. Da habe ich zuallererst hier dieses Clock Block. Das ist für ein mattes Finish und 8 Stunden halt ein Make-up-Fixing-Spray. Und das ist dann auch so ein Continuous-Spray, wie man das so von Morphe zum Beispiel kennt. Ne? Ich mache euch da auch noch ein komplettes Full-Face von. Dann werdet ihr die Produkte auch im Einsatz sehen. Eine Foundation haben die jetzt auch rausgebracht. Oh My Nude. Mattes und natürliches Finish. Bis zu 20 Stunden Halt. Buildable Foundation. Bin ich sehr gespannt, ob das so funktioniert. Wo steht denn hier die Farbe? Oh, ich mag das nicht, wenn man so eine rosa oder aprikofarbene Schrift hier auf sowas hat. Ich sehe es einfach nicht. 020 Shell ist die Farbe. Könnte funktionieren. Also die hatten da auch verschiedene Farbnuancen abgebildet. Ja, ich hoffe, ich habe das Richtige gefunden. Dann habe ich mir einen Blush mitgenommen. Das ist der Cheeky Bloom Blush. Habe ich in der Farbe Matt Moiselle. So schaut der aus. Also ich finde, das hat Chiquitas Place, als sie die Produkte auch schon getestet hat, sehr gut beschrieben. Es fühlt sich und sieht alles sehr günstig aus. Ne? Also das ist alles so ja, kinderschminkmäßig oder sowas in der Art. Es ist jetzt nicht super hochwertiges Packaging-Design. Es ist auch nicht mal Essence, würde ich sagen. Ne? Also vom Anfassen her. Also da ist Essence durchaus hochwertiger unterwegs. Aber ich würde tatsächlich bei Got2B sagen, die Liebe steckt im Detail. Oder der Preis steckt im Detail. Ich weiß es nicht. Weil wenn ich mir hier zum Beispiel das Pressing anschaue, sieht das auch hochwertig aus. Ne? Da haben wir so einen Kopf drin. Ich weiß nicht, warum die einen Kopf da abgebildet haben. Das haben wir in vielen Produkten. Ich glaube, das kommt von Schwarzkopf, oder? Weil Got2B gehört zu Schwarzkopf und dann ist es der Schwarzkopfkopf. Müssen wir mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall eine intensive Farbe. Die hat auch so einen leichten Schimmer mit dabei. Kommt aufs Gesicht und dann schauen wir mal weiter.
klebe. Wie packe ich das denn hin? Das bleibt immer die ganze Zeit an meinen Fingern kleben und will nicht auf dem Tisch bleiben. Dann habe ich auch noch Bronze Babe, das Bronzing Powder in der Farbe Curlum 10. Die sahen online alle nämlich so sanft aus und dann habe ich gedacht, oh Gott, welche Farbe nimmst du mit? Ne? Das war so schwierig. Aber ich glaube, jetzt habe ich da doch relativ dunkle, kräftige Farben mitgenommen. Das ist halt immer das Problem, wenn man online shoppt, ne? Ihr kennt das. Aber dafür habt ihr ja zum Beispiel mich oder Chiquitas Place oder Contra Junkie oder. Ganz viele tolle YouTuber, die euch die Produkte dann in die Kamera halten und zeigen, wie sie dann auf dem eigenen Hautton funktionieren würden. Genau, hier habe ich dann die Farbe. Sieht echt dunkel aus, ne? Aber es sieht jetzt nicht... Es sieht halt nicht so warm dunkel aus. Es sieht halt eher kühl dunkel aus. Aber es sieht sehr, sehr dunkel aus. Oh mein Gott. Dann habe ich einen Highlighter mitgenommen. Glow Show Highlighting Powder in der Farbe Mercury. Das ist dieses hier. Also das ist alles so wie so ein Süßigkeiten-Automaten-Design. Kann man das so sagen? Kommt das wohin? Ich weiß es nicht. Ich würde schon, ja. Also wenn ich mir auch die anderen Produkte so angucke, ist es alles sehr poppig und so. Ne? Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt für die... erwachsene Anfang 30er Frau wie mich gemacht vom Design her, ich weiß nicht. So schaut der Highlighter aus. Ja, ist der, könnte was werden, doch, könnte was werden. Ich hatte jetzt gerade erst im ersten Moment gedacht, na, vielleicht ein bisschen zu sehr ins Rosa-Stichige, aber ich glaube, das geht. Und dann habe ich noch ein Puder mitgenommen, Powderful Setting Powder in der Farbe Neutral. Und da haben wir auch wieder dieses komische Design. Ja, ich weiß, ich mecke auf hohem Niveau. Das ist mir durchaus bewusst, weil die Produkte jetzt nicht so exorbitant krass teuer sind oder so. Ne? Das ist schon wahr, ja, definitiv. Aber wenn ich mir halt Essence angucke, sind die vom Design her doch etwas mehr weit oben. Ne? Naja, ja, ist halt so ein weißes Puder, was hoffentlich relativ transparent auf der Haut aussehen wird. Und hier haben wir auch wieder den Schwarzkopfkopf als Prägung mit dabei. Ja, ja. Dann habe ich mir auch noch geholt eine Lidschattenbase, Fabul Eyes Eye Primer. Das ist der hier in der Farbe Neutral Nude, glaube ich. Ja, Neutral Nude, läuft. Bin ich sehr gespannt. Dann habe ich einen Lippy mitgenommen. Das ist der Henkel, ist da die Firma, okay. Glossified Lipstick in der Farbe Sugar Cone. Also, ne, das ist hier so einmal die Verpackung. Schmeckt der Fuß? Ist nicht alles auf einmal, Sammy. Und das sieht schön aus. Oh, Speak Up steht hier eingraviert auf dem Lippenstift. Das finde ich hübsch. Das gefällt mir. Also hier steht es halt, ne? Speak Up steht da drauf. Und hier oben in dem Gedönsen, was man auf die Lippen gibt, ist ein Kopf drauf. Riecht nicht so fantastisch. Also eher tatsächlich nach Wachsmalstiften oder nach komisch halt. Dann habe ich auch noch mitgenommen, ich habe so viel mitgenommen, weil ich, ne, ja, Fullface halt, eine Mascara, die Too Sexy Fullness Mascara, Dramatic Look und Natural Look, also das ist im Prinzip eine Bürste, die durch unterschiedlich dicke Öffnungen gezogen werden könnte, um das mal so zu sagen, um dann entweder mehr oder weniger Produkt abzugeben. Das ist ein Kunsthaarbürstchen, weil wenn ich das hier jetzt so rausziehe, ne, dann zieht sich das hier oben durch diese Öffnung nämlich auch nochmal zusätzlich durch und dann geht das Produkt ab. Das hat nämlich Chiquitas Place auch ganz toll gezeigt. Und hier hast du dann einfach das Bürstchen mit weniger Produkt dran. Ja, manchmal brauche ich das tatsächlich, bin ich ehrlich, wenn ich zu viel Produkt an einer Mascara habe, dass ich mir wünschen würde, dass ich das noch irgendwo zusätzlich abstreifen könnte. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht, ne? Oh. Ja, jetzt habe ich wirklich Blödsinn gemacht. Jetzt habe ich das hier oben nämlich dranhängen. Kriegt er da nicht mehr rein. Das war ganz dumm, Leute. Ganz dumm. Dann habe ich hier so einen Zauberstab mitgenommen. Fakin' It, das ist die Forward Slash Mascara. Die fand ich einfach total ulkig. Was ich online aber nicht gesehen habe und jetzt hardcore feier, ist die Kappe. Denn da haben wir ein Blinky drauf. Oh, so ein richtiger Zauberstab, ne? Weißt du Bescheid? Oh. Ja, dann kann ich zaubern. Und da haben wir ein Gummibürstchen. Das schaut so aus. So ein tannenbaumförmiges Gummibürstchen. Riecht nach Mascara. Da ist jetzt kein besonderer starker oder dezenter Duft mit dabei. Selbstverständlich, das ist ja quasi das Ursprungsprodukt, denke ich mal. Glued for Brows, Got to Be Stronghold Brow Gel.
Da gehen ja alle von aus, dass es einfach der Kleber ist, der jetzt in so eine kleinere Tube gepackt wurde. Und dass das, was die Leute ja ständig mit dem Kleber gemacht haben, ne, also mit dem Haargel, man jetzt einfach mit den Augenbrauen machen kann. Bin ich gespannt. Ist einfach so ein ja, Kunsthaarbürstchen, Faserbürstchen. Wird ausprobiert. Dann habe ich hier sehr viel. Ja, Fullface halt. Ne? Ich habe kein einziges Produkt vorher gehabt, bis auf eine Lidschattenpalette, die ich jetzt letztens in einem Trash-Paket drin hatte. Ja, Magic Wand. Make-up Eraser, das fand ich interessant. Also wenn du dich zum Beispiel vermalst beim Eyeliner oder so, ne, dass du dir das einfach wegradieren kannst. Das ist so meine Idee dahinter. Oder wenn man hier so sich bei den Lippen vermalt hat, wie hier zum Beispiel, dass man da einfach mit dem Ding dran entlang gehen kann, um das dann wegzumachen, weiß ich nicht. Ist halt so ein herausdrehbarer Stift, sieht aus wie ein Stick-Eyeshadow oder wie ein Stick-Concealer, ne? Riecht nach Pfirsich. Ließ sich auch gerade nicht wieder normal reindrehen. Muss ich reinstecken. Okay, komisch. Dann habe ich hier noch so ein Bronzing-Fee mitgenommen. Nochmal zusätzlich. Warum? Wahrscheinlich als unten drunter, ich weiß es nicht. Twosome 2-in-1 Highlighting and Contouring Stift. Das ist auch witzig, ne? Das ist mal Denglisch, würde ich mal dazu sagen. Und dann haben wir auf der einen Seite ein wo ist der Kontur? Hier auf der Seite ist der Kontur und hier oben ist der Stick-Highlighter. Sowas gebe ich mir gerne über die Foundation und unter dem Puder auf, einfach um die Haltbarkeit von sowas nochmal zu verlängern. Ich habe die Farbe Light ausgewählt. Dann darf natürlich ein Augenbrauenprodukt nicht fehlen, also ein farbiges Augenbrauenprodukt. Und hier habe ich die Farbe Light Ash Brown. Das passt, ne? It's Fine Brown Micro Pencil. So herausdrehbare Stifte mit einem Spoolie dran und so, finde ich immer ganz klasse. Und sowas verwende ich auch sehr gerne. Also kleiner Spoolie, da kannst du nicht viel mit verkehrt machen, ist halt ein Spoolie. Und ein herausdrehbarer Stift. Und ich hoffe, dass es nicht irgendwie aussieht wie Babykotze auf meinen Augenbrauen, sondern wirklich wie ein aschiges, helles Braun. Lass das doch. Der frisst sich hier halb auf, Leute. Was ist das denn? Dann habe ich Light Me Up. Das ist ein aufbaubarer Deckkraft, Feuchtigkeit spendend, ein Concealer, Liquid Concealer. Habe ich in der Farbe 030 Porcelain. Schaut so aus. Ach, dieses Rosa mit einer türkisen Schrift, ne? Das ist so. Ich mag das eigentlich gerne, aber irgendwie. Das wirkt halt jetzt nicht so super hochwertig. Aber ich glaube, die wollen jetzt auch nicht so super hochwertig wirken, ne? Die wollen halt wirklich eine erschwingliche Marke sein. Und einfach mal ein bisschen auch was ausprobieren, denke ich. Aber krass finde ich, dass die einfach direkt Produkte für ein Full Face raushauen. So aus dem Nichts einfach, ne? Dann habe ich mir auch noch einen Lip Liner mitgenommen. Line Me Up Lip Liner in der Farbe Millennial. Das ist so ein bäriger Ton. Auch der ist herausdrehbar und hat so Herzchen drauf. Sind das Herzchen? Nein, das sind Münder. Okay. Dann habe ich auch noch einen weiteren Lippi mitgenommen und zwar den Lolly Lips Lipstick in der Farbe Love Bite. Ein Liebesbiss. Das ist auch sehr fancy vom Namen her, oder? Ich lieb's. Okay, ja, und das ist halt das wahrscheinlich so ein bisschen abgekupfert von Yves Saint Laurent. Kann man das sagen? Denn da gibt es ja auch solche Lippenprodukte, wo so ein Herzchen drin ist, ne? Mhm. Die haben quasi einen Fliegekern und außen drumherum die Farbe. Ihr wisst, was ich meine? Der riecht auch schon wieder irgendwie nach Kaugummi. Crazy. Okay, ja, muss ich halt gucken, wie sich das dann auf den Lippen verhält, ne? Aber finde ich gerade sehr ulkig. Gut. Und als, nein, vorletztes habe ich noch einen Eyeliner mitgenommen. Den Two-Hit Wonder Stamp Liner Black Heart. Also da habe ich quasi auf der einen Seite einen Filzstift-Eyeliner und auf der anderen Seite kann ich Herzchen stempeln. Ist das nicht toll? Braucht kein Mensch. Nein, aber ich finde es irgendwie toll. Ja, also ich habe mir halt gedacht, so in meiner unfassbaren Ideengeschichte, die ich manchmal nachts um Schlag mich tot beim Shoppen habe, wenn ich nicht schlafen kann und dann solche Sachen bestelle, dass es doch eine ganz coole Idee wäre, sich Herzchen ins Gesicht zu stempeln, wenn man mal irgendwie so einen Romantic-Look machen möchte oder so. Hier ist halt dieser Stempel. Bin sehr gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Klebereste sind übrigens auch am Start, läuft. Und hier haben wir dann den noch nicht ganz so präzisen Eyeliner. Da muss ich gucken, wie ich damit klarkomme. Aber sieht gar nicht so verkehrt aus, muss ich sagen.
Und dann habe ich mir noch eine Lidschattenpalette mitgenommen. Ich hatte zwar jetzt eine im Trash-Paket mit drin, aber ich habe mir jetzt auch noch gedacht, komm, die nimmst du auch noch mit, um die mal auszuprobieren. Ich mag eigentlich keine länglichen Fändchen und eigentlich entspricht es doch farblich schon meinem Beuteschema. Ja, die Fabule Eyes Eyeshadow Palette in der Farbe Ice Ice Baby. Also ich mag eigentlich schon so, ne, kühle Looks und gerade dieses Türkis ist wunderschön. Und Türkis in Kombi mit Lila ist ein Träumchen, ne? Sieht schon ganz geil aus. Das Türkis sieht matt aus. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn das auch noch schimmernd gewesen wäre. Ne? Das hätte ich hart gefeiert. Das wäre wahrscheinlich auch voll meins gewesen. Und da hätte ich auch einen easy peasy Look mit schminken können. Also heute zum Beispiel habe ich mich auch sehr, sehr easy peasy geschminkt. Ne? Das ist gelber Lidschatten. Dann habe ich orange so ein bisschen in die Lidfalte gegeben. Dann Glitzergrün hier so drauf. Und unten drunter einfach so ein mattes Grün. Also das ist ganz einfach gewesen mit dieser AVH Novena Collection Mini Pro Pigment Palette Volume 2. War super einfach. Also das, ne, muss ich wirklich sagen. Das hat ganz einfach funktioniert und war so ein 5-Minuten-Look, den ich mal eben so mir gebastelt habe. So, und hier habe ich jetzt die Palette aufgekriegt. Ja, so schauen die Töne aus. Ich bin gespannt, Leute, ne? Ich mag es auch nicht, dass die Fändchen hier voll eben sind mit der Trenn. Ja, wir müssen uns das angucken. Ich meckere jetzt schon, bevor ich die ausprobiert habe. Ui. Dann habe ich natürlich Goodies dabei gekriegt. Da gab es dieses Mal in der Farbe Neutral Light Brown, die Nummer 3 von Benefit, den Gimme Brow Plus. Das ist ein Brow Volumizing Fiber Gel. 1 Gramm. Das ist halt ein Pröbchen, ne? Kann man mal ausprobieren. Fand ich ganz niedlich. Ich habe den auch da. Ich glaube aber in mehr als 1 Gramm. 1,5 Gramm, na immerhin, aber auch die Farbe 3, den finde ich ganz einfach und schön für so Alltagslooks, wenn ich nicht viel Zeit in meine Augenbrauen investieren möchte und ich die nicht mega sichtbar haben möchte, sondern nur ganz dezent, greife ich da ganz gerne zu. Und das nächste Pröbchen war, glaube ich, dann eine Überraschungsprobe, Aqua Source Cream für ein geschmeidiges Hautgefühl von Biotherm, das ist die hier, die wandert aber in meine Verlosungskiste, weil ich auf Instagram ja immer wieder sammle für Probenverlosung. Wenn die Kiste voll ist, mache ich eine Verlosung. Dann habe ich mir jetzt gekauft von Kylie den Bronzer in der Farbe, ich habe ewig gewartet, dass es die Farbe wieder gibt, 100 Khaki. Das ist ja, dieser hier. Ich habe ja den Highlighter und den Blush auch schon ausprobiert. Fand ich okay. Also, ne, habe ich jetzt nicht direkt gesagt, schau Kakao, ich will ich nicht mehr behalten. Fand ich jetzt aber nicht so, dass ich gesagt hätte, ich muss jetzt unbedingt den Bronzer haben. Aber ich war jetzt schon am Bestellen und habe mir gedacht, na gut, deswegen habe ich mir den mitbestellt. Genau. Und schade, ne? Dass das nur als Folie da drin ist und das nicht als Pressing hier drauf ist. Aber das scheint auf jeden Fall eine Farbe zu sein, die mir passen könnte. Das mag ich gerne. Doch. Und als letztes habe ich mir dann auch noch bei Douglas in den Warenkorb gepackt, ein Produkt von Elf, was jetzt neu auf dem Markt ist und ich einfach interessant fand. Und zwar den Putty Bronzer, Feel in Shady. 10 Gramm sind da drin. Und ja, das ist die Farbe. Feel and Shady, weiß ich nicht. Putty Bronzer. Oder Putty Bronzer vielmehr. Sau viel Verpackungsgedönsen hier. Das steht hier gar nicht drauf. Oh, viel zu klein. Feel and Shady. Comme une ombre. Okay. Ja, so schaut das Pöttchen aus. Und dann ist es halt so ein relativ festes Produkt, was man dann so mit dem Pinsel aufnehmen kann und dann auf die feuchte Base aufgeben kann und danach dann abpudert. Und wenn man mag, kann man dann auch noch mal mit dem Bronzer drüber gehen. Mit dem Puderbronzer, das riecht so nach nichts. Cool, ne? Jo, das war jetzt der Einkauf von Douglas. Und dann gehen wir jetzt weiter zu Purish. Da habe ich nämlich ein bisschen was mir aussuchen dürfen, weil ich möchte gerne ein Fullface mit cremigen Texturen schminken. Und da habe ich jetzt ein bisschen was bekommen. Zum ersten, ja, zuallererst eine neue Foundation, die ich gerne ausprobieren wollte von Physicians Formula, die Butter Believe It Foundation und End Concealer. Habe ich in der Farbe Fair mir ausgesucht. Das passt eigentlich immer ganz gut bei mir. Das ist halt nicht allzu warm, sondern halt eher ins Kühlere oder ins Neutrale. Das mag ich gerne. Dann habe ich hier den Blush Bronzed, also ne, von Mitchell, von Made by Mitchell. So. Und genau, das hatte Jennys Highlights immer wieder gezeigt und ich konnte nicht anders. Ich habe die Farbe Shady Business mir ausgesucht. Das schaut so aus. Und auch das ist ein, ja,
Creme Bronzer bzw. flüssiger Bronzer. Ich kenne ja flüssige Blushes, ich kenne auch flüssige Highlighter, aber Bronzer, das ist jetzt so eine ganz neue Welt für mich und die möchte ich jetzt gerne entdecken. Dann habe ich von Dominique Cosmetics Beautiful Mass Liquid Eye Paints mir ein Produkt ausgesucht, weil ich das auch ganz interessant fand. In der Farbe Electric Soul. Ne? Das kann man halt schön nehmen, wenn du halt den Look mehr oder weniger schon fertig hast und dann auf das bewegliche Lid geben, um Highlights nochmal zu setzen. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf die Farbe, wie die jetzt so in Natura aussieht. Oh mein Gott, ja. Das finde ich ja geil. Ich habe Angst vor Liquid Eyeshadows, aber ich habe jetzt immer mehr gesehen, wie geil es aussehen kann bei anderen. Auch wenn die ein Schlupflid haben oder so. Das sieht hammer aus. So ein grün, lila, voll mystisch, voll geil. Dann habe ich hier auch noch ein Cream Blush von Dominique Cosmetics. Übrigens auch hier, ne, bei den Produkten von Purish mit Claudis Welt 15% Rabatt bekommen. Ne? Affiliate Code, immer dran denken. Ne? Claudi kriegt auch eine kleine Provision, da freut sie sich sehr drüber. Ja. Vielen Dank dafür übrigens, dass ihr mich da so unterstützt, denn das macht ihr echt die ganze Zeit und permanent. Ich sehe das ja auch immer und bekomme die Informationen von Purish darüber. Es ist echt hammermäßig und ja, vielen Dank. Das hilft mir echt sehr. Dann habe ich hier von Dominique Cosmetics den Cream Blush. Und zwar habe ich hier die Farbe Soft Pink. Die liebe Contra Junkie zeigt immer wieder von Dominique Cosmetics die Cream Blushes und die Cream Highlighter auch in die Kamera. Und das hat mich sehr interessiert. Und jetzt habe ich mir auch einen geordert, sage ich mal, also Interesse angemeldet. Habe die ja für Vorstellungen in Videos halt zugeschickt bekommen, ne? Und das sieht echt so interessant aus. Halt auch wie dieser Putty Bronzer von Elf. Mega interessant. Das ist so eine richtig, wie so ein Lip Gloss. Das ist eine glossige Konsistenz. Wow. Aber trotzdem mega schön. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Also ich glaube, da hat, die echt schön empfohlen. Okay, Claudia. Gehirn wiederfinden und dann weitermachen. Denn Nabla hat ja zwei neue Cutie-Paletten auf den Markt gebracht und gleichzeitig auch diese Cupid's Arrows. Und da habe ich mir ausgesucht den braunen, der ist jetzt hier in der Farbe Arrow Nummer 2. Die haben da ja auch andere Farben und da kann man auch schön mit seinen Looks schminken. Den kannst du für so viele Dinge verwenden. Ich habe den zum Beispiel verwendet, da habe ich auch auf Insta einen Look zugepostet, dass ich den einfach im äußeren V mir aufgetragen habe und dann eingeblendet habe, so wie Jenny's Highlights das auch gerne in ihren Videos und in ihren Stories macht. Und dann darüber die andere, die zeige ich euch gleich, die Analog-Palette aufgegeben. Mega geil, super haltbar, ne? Also das hätte ich auch nicht gedacht, ist nirgendwo hingekrochen. Ich habe den natürlich auch mit Lidschatten gesettet. Ich kann mir aber auch echt gut vorstellen, den am unteren Wimpernkranz zu nehmen oder ne, um richtig so ein soft smoky eye zu machen, einfach mit so einem Creme-Lidschatten. Finde ich einfach krass, also das finde ich angenehm und der ist super pigmentiert, macht einfach Spaß. Zum Herausdrehen muss man nicht anspitzen, der gefällt mir. Ja, und ich habe jetzt ja schon von den Nabla Cutie Paletten gesprochen. Die sind hardcore pigmentiert, also das hätte ich im Leben nicht gedacht. Da habe ich einmal diese hier, die Analog Palette. Die geht mehr so ins Wärmere, Dunklere, Rauchige würde ich fast schon sagen. Aber Hammer, also das sind Texturen, Leute. Das ist Wahnsinn, dieser Darkroom ist eine krasse Textur. Das ist so wie nass irgendwie. Diese Schimmertöne mag ich auch sehr, sehr gerne. Die sind toll auf dem Auge rausgekommen. Und also eine schöne Palette, guckt sie euch auf jeden Fall mal an. Also diese Cutie-Paletten von Nabla sind halt mit einer ganz besonderen Qualität. Du hast hier nur 6 Shadows drin, aber die haben es in sich, ne? Und dann habe ich hier auch noch die Midnight-Palette zugeschickt bekommen. Die möchte nochmal intensiv getestet werden. Ich habe da mal so ein bisschen mit gespielt, aber noch nicht richtig im Look geschminkt oder so. Und die fühlt sich auch, die fühlt sich ganz toll an, auch von außen. Das fühlt sich gerade so richtig uneben an. Und das hier fühlt sich fast schon wie mit Stoff bezogen an. Sehr, sehr angenehm. Und da haben wir halt diese eher blauen Töne mit dabei. Kühle Töne, eisige Töne. Oh mein Gott, geile Töne. Da habe ich auch so Bock drauf. Vielleicht schnappe ich mir die direkt morgen und schmink mir damit einen Look, ne? Bin ich sehr gespannt drauf, auf diese Palette. Mach. Okay, ja. So viel dann auch zu meinem Purish Haul. Jetzt gehen wir last but not least zu Sephora.
Denn da habe ich auch ein bisschen zugeschlagen. Ja, eigentlich wollte ich nur diese Palette haben. Nur ist gut. Es gab 20% Rabatt auf Natasha Denona. Ja, und da habe ich ein bisschen eskalativ geshoppt. Die Sendo-Palette war auch reduziert. Ich mag diese Paletten eigentlich ganz gerne. Da habe ich auch schon einige von da. Ich mag auch die 5er-Paletten von ihr sehr, sehr gerne. Die Paletten, wo ich denke, boah, ey, die sind einfach so sackenteuer, sind alle, die teurer sind als diese Paletten. Weil das ist für mich einfach irgendwie vollkommen out of order. Da denke ich immer, Leute, ihr habt sie nicht mehr alle. Ne? Da irgendwelche Lidschattenpaletten für, was weiß ich, wie viel Euro rauszuhauen. Das ist mir einfach zu viel. Da ist meine innere Blockade einfach stark genug. Genau, wir haben hier halt dieses ganz normale optische Design, was halt schimmernd ist, ne? Und hier drin haben wir dann die Töne. Schönen großen Spiegel, ja moin. da habe ich auch schon super viele schöne Looks hier auf YouTube von gesehen. Und da konnte ich nicht anders. Wir haben hier vor allem diese warmen Töne hier. Und hier aber auch dieses Quattro. Ich kann nicht mehr reden, es tut mir leid. Wir haben es wie spät? 21.58 Uhr auf dem Freitagabend, läuft bei mir. Dieses kühle grün-türkise Quattro finde ich umwerfend schön. Da habe ich so Bock drauf, die Töne zu verwenden. Leider ist dieses Breath, dieser Mintgrün, nicht schimmernd. Ich hatte gehofft, dass er schimmernd ist, habe es aber auch in den Reviews gesehen, dass es eben nicht schimmernd ist. Aber das wäre nochmal das 9 Plus Ultra gewesen, wenn der auch noch schimmernd gewesen wäre. Aber ja, ich habe ihn ja offensichtlich schon in schimmernd da, in meiner ABH Palette, die ich ja auch gerade auf den Augen trage. Trotzdem hätte ich es cool gefunden. Egal. Ich freue mich drauf. Definitiv. Da kann ich tolle Eskalationen mitmachen. Habe ich mich irgendwie dazu entschlossen, dass ich irgendwann mal ein Fullface Natasha Denona machen möchte. Ich glaube, mein Konto wird dann in dem Moment unterm Tisch liegen und weinen. Ich weiß nicht. Also das ist so meine Idee davon. Da habe ich mir nämlich jetzt schon mal die Foundation geholt. Das ist die Face Glow Foundation. In welcher Farbe? 10 Fair Neutral habe ich mir die bestellt. Ich meine, dass ich die schon mal bei Frankas Favorites gesehen habe und dass sie nicht so begeistert war. Bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich wollte sie jetzt auf jeden Fall nochmal selber ausprobieren und bin da jetzt einfach mal sehr, sehr gespannt drauf. Wir haben halt eine Tube, die unten drunter so einen Pumper hat. Und ja, muss halt erstmal... Oh, die ist aber flüssig. Hier steht nämlich hinten drauf, shake well before use. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so flüssig ist. Interessantes Ton. Interessanter Ton. Interessantes Tönchen. Okay, ja, die wird auf jeden Fall ausprobiert. Dann habe ich mir natürlich noch einen Concealer geholt in der Farbe 1N Neutral. Der Transfix Matt Concealer. Ist natürlich so eine Sache. Ich mag nicht so gerne matt. Ich mag es tatsächlich sogar lieber glowy unter meinen Augen, weil das dann irgendwie strahlender aussieht. Aber ab und an kann ich auch mal matt vertragen. Ist nicht schlimm. Der sieht aber komisch aus. Guckt euch den mal an. Der hat sich... den habe ich noch gar nicht ausgepackt gehabt. Ganz komisch abgesetzt, ne? Ja gut, vielleicht lag der einfach ein bisschen länger. Hat wohl lang gelegen, sagt man bei uns in der Gegend, ne? Keine Ahnung. Der sieht so getrennt aus. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr meint, dass es so muss. Oder ob der gekippt ist. Ich meine, der ist ja noch gar nicht irgendwie von mir geöffnet worden, ne? Wie gesagt, schreibt mir das mal ganz gerne. War ja nicht günstig, ne? Genau, so, dann gab es noch etwas Gratis mit dabei, und zwar ein Chroma Crystal Top Coat. Das ist ein Lidschatten Monofi in der Farbe Peach. Das ist dieses hier. Das ist halt, wenn man dieses Sephora Unlimited macht und dann auch diese Unlimited Points und so weiter sammelt, dann kriegt man immer mal wieder Goodies. Und in dem Fall konnte man sich halt das hier mit aber in den Warenkorb packen. Das ist halt so eine kleine Glasverpackung, die hier unten drunter ist, und Milchglas. Ich weiß aber nicht, ob ich sowas mag, weil ich... Nee, ich glaube nämlich eher weniger, ne? Weil ich zum Beispiel ja die von Love auch immer wieder aussortiert habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das einfach mal in eine Verlosung geben werde, weil das nicht ganz so meine Welt ist, glaube ich. Muss ich ehrlich sein. Das sieht ganz genauso aus wie die von Love. Gucke ich mir noch das ein oder andere Review-Video mal dazu an. Aber ich befürchte, dass es nichts für mich ist, weil Schlupflider und dann rutscht das eh in die Lidfalte und dann siehst du da nichts mehr von. Etwas, wo ich auch nicht drum rumgekommen bin. Anastasia Beverly Hills hat einen Cream Bronzer rausgebracht und den finde ich interessant. Deswegen musste der mit. Ich habe die Farbe Sunkissed mir gekauft und ja. Ich finde es schön, dass Anastasia Beverly Hills jetzt endlich mal
zeitgemäß neue Produkte raushaut, kann man das so sagen, und dass die nicht wieder diese Lidschattenpalettenflut anfangen, sondern dass sie da jetzt erstmal chillen, sondern so sich ein bisschen mehr auf diese Base-Produkte besinnen. Ich habe mir letztens auch bei Cult Beauty, als ich mir die Cult Beauty Bag bestellt habe, den Blush-Stick geholt. Ich glaube, hier ist sogar der Swatch davon. Wir haben eben noch das Haul-Video dazu gedreht. Ich drehe hier heute ein Video nach dem nächsten. Ich wechsle immer nur pro Video mein Oberteil. Läuft, ne? Deswegen seht ihr auch immer wieder diesen Look. Ja, hier geht die Party ab, ich sag euch das. Genau, so. Also, das finde ich auf jeden Fall sehr schön gemacht. Das ist uneben hier oben drauf. Das ist so eine, ja, matte, aber irgendwie gummierte, aber nicht wirklich gummiert. Also nicht so sticky gummiert. Wisst ihr, was ich meine? Verpackung sehr, sehr angenehm in der Hand. Hier unten haben wir Plastik, was sich aber auch wieder so mattiert anfühlt, satiniert. Sehr hochwertig. Das finde ich wirklich schön. Und hier haben wir dann auch das Creamy Produkt, wo jetzt hier noch eine Folie drüber ist. Aber da bin ich gespannt drauf. Ich glaube, das könnte funktionieren mit mir und dem Bronzer. Ja, das freut mich. Und natürlich gab es noch ein paar Proben so generell mit dabei. Da habe ich einmal, also da kriegt man halt diese, weiß ich nicht, was kommen Proben. Einmal von Wishful, das ist ja die von Huda Beauty, die Pflegemarke, glaube ich. Thirst Trap Juice, Peptidserum HA3 und Peptidserum, okay. Mhm. 3 ml sind hier drin, aber solche Proben-Sachets sammle ich ja immer, habe ich ja eben schon erzählt, erzähle ich euch nochmal. Und dann kommt es bei Instagram rein. Gabrielle Chanel Essence Eau de Parfum, haben wir hier auch noch ein Parfum mit dabei. Ja, wunderbar. Das ist hier einmal zu finden. Ne? Wunderschön. So. Das war's mit meinem Haul. Der ist aber auch ganz schön lang geworden. Und ja, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen Inspo sammeln. Wenn hier irgendein Produkt mit dabei ist, wo ihr meint, das musst du unbedingt sehr, sehr bald ausprobieren, dann schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare, sodass ich das vorziehen kann, wenn ich dann meine Reviews zu den Hauls auch drehe, ne? Dass ihr dann auch die Produkte so schnell, wie es nur geht, in Einsatz seht. Und das war drei. Cool. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!